Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, welche Argumente für und gegen eine AfD-Kanzlerkandidatur sprechen. Schauen wir uns zunächst die Vorteile an, wenn man darauf verzichtet. Es wirkt bescheiden. Wir stehen im Moment 20 gegen 70% bei 10% Nichtwählern. Das heißt, es erscheint ja unrealistisch, dass die AfD einen Kanzler stellt. Aber das Problem ist, man transportiert hier das falsche Narrativ. Man transportiert das Narrativ, wir sind eine Protestpartei und ja, wir wecken jetzt die anderen sozusagen auf. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, die Regierung zu stellen. Wir sind ja eh nur eine Protestpartei und die anderen werden jetzt durch uns wachgerüttelt sozusagen und dann machen sie wieder vernünftige Politik und dann braucht es uns gar nicht mehr. Das heißt, die anderen stellen dann sowieso den Kanzler. Oder wir stellen den Kanzler vielleicht in 10 Jahren, wenn es langsam Stück für Stück bergauf geht. Es wird außerdem der Eindruck erweckt, es sei eigentlich alles in Ordnung. Es sei vielleicht seit 10, 20 Jahren hätten sich die Dinge schlecht entwickelt und deswegen hätte es eine Partei wie die AfD gebraucht, aber vorher sei im Grunde alles in Ordnung gewesen. Die CDU und die FDP, sie waren konservative Parteien gewesen und dann irgendwie aus Zauberhand ist es aus dem Ruder gelaufen. Aber schauen wir uns einmal genauer an die Zeit vor dem Jahr 2000 oder auch von 1990. Wo ja scheinbar alles gut war, wo CDU und FDP wirtschaftsfreundlich waren, was für Anzeichen es gab, dass eben sehr wohl alles nicht in Ordnung war. Ein Berliner Gericht hat im Jahr 2001 festgestellt, dass die Republikaner zu Unrecht vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Ihr Ruf also zu Unrecht ruiniert wurde und vielleicht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, es die Republikaner heute noch gäbe. Jetzt kann man sagen, ist ja alles nicht so schlimm, es war ja damals eine gute Zeit. Und das war zwar nicht schön, aber so ist es halt in der Politik. Ist ja alles nicht weiter schlimm. Nur wenn man sich jetzt die Geostrategie der USA anguckt, dann muss man feststellen, 1945 bis 1990 gab es eine Überlappung der Interessen. Die Sowjetunion war stark und die USA, beziehungsweise die Führungseliten der USA, sie hatten das Interesse, dass Deutschland stark ist, damit Deutschland nicht an die Sowjetunion fällt, eine Vereinigung Eurasiens verhindert wird. Wenn wir allerdings jetzt zurückgehen in das Jahr 1918, dann waren die Interessen andere gewesen, und zwar Interessen, die nicht so gut für Deutschland waren. Großbritannien und auch die USA, es wurde dort seit jeher als Geostrategie formuliert, dass der eurasische Kontinent sich nicht vereinigen darf, dass Deutschland und Russland nicht zusammenarbeiten dürfen. Es erscheint zunächst selbstlos, dass die Siegermächte in Deutschland die Demokratie etablieren wollten. Das ist einfach zivilisiert, es ist zivilisierter als ein Kaiserreich und ja, jetzt bringen wir den Fortschritt. Wir führen auch in Deutschland Demokratie ein, einfach weil es zivilisierter ist. Wenn man jetzt aber genauer hinguckt, gibt es einen Haken. Und dieser Haken zeigt sich in den USA selbst. Die Demokratie hat in den USA nie richtig funktioniert, weil die Medien ein Kartell gebildet haben, die Bevölkerung getäuscht wurde. 1898 haben die Medien in breiter Front behauptet, eine spanische Mine hätte ein US-Schiff zur Explosion gebracht und deswegen seien 300 Seeleute gestorben. In der Folge wurde Spanien der Krieg erklärt. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das Schiff von innen heraus explodiert ist. Da war es aber schon zu spät, der Krieg gegen Spanien wurde erfolgreich geführt und gewonnen. 1847 war es gegen Mexiko genauso und es erscheint ja auch völlig logisch, dass Geschäftsleute, reiche Geschäftsleute, nicht einfach so die Macht aus der Hand geben, und irgendwelchen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, irgendwelche Macht darüber geben wollen, die sich auf ihr Geschäft negativ auswirken können. Das heißt, sehr wahrscheinlich, jedenfalls mir scheint es logisch, wurde die Demokratie in den USA deshalb akzeptiert und gefördert, weil die Geschäftsleute schon immer die Möglichkeit gesehen haben, über die Medien die Bevölkerung zu manipulieren und sie dazu zu bringen, in ihrem Sinne abzustimmen. Was hat das jetzt mit Deutschland zu tun? Hitler wurde in den 20er Jahren massiv finanziell aus dem Ausland unterstützt. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann ist natürlich klar, dass diejenigen, die wollten, dass Hitler eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt, dass sie auch die Medien finanzieren. Welchen Sinn macht es, Hitler zu unterstützen? Es unterstützt perfekt die Agenda, teile und herrsche. Hitler ist Nationalist, das heißt, er ist eine tickende Zeitbombe. Man kann nur darauf warten, dass Krieg in Europa ausbricht, wenn Hitler mit seiner Anschauung, wenn er die Macht ergreift. Wir sind es gewohnt, dass die Medien seit 1945
Demokratie und Frieden gepredigt haben. Aber es ist natürlich auch ganz anders möglich. Wir sehen es jetzt hier, Klimaschutz, Migrationsbefürwortung, das erscheint zunächst alles sehr sozial und sehr demokratisch in Anführungszeichen. Aber jetzt schon bei den Waffenlieferungen für die Ukraine sehen wir, dass es auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und sehr wahrscheinlich, jedenfalls mir erscheint es sehr naheliegend, kann man davon ausgehen, dass die Medien gezielt, die großen Medien, die beeinflusst waren aus dem Ausland, gezielt Stimmung gemacht haben für Hitler, zu einem großen Grad. Natürlich ist es jetzt schwer zu sagen, welchen Anteil hatten genau die großen Medien. Hitler war sicherlich auch ein begabter Rhetoriker. Aber aus meiner Sicht ist es vollkommen offensichtlich, wenn die Medien Hitler keine Plattform geben, dann kann er schwer groß werden. Auch damals in den 30er Jahren, weil er muss ja irgendwie mit der Öffentlichkeit in Kontakt kommen. Und damals war es für die Bevölkerung ja noch viel schwerer, Originaltöne von Hitler zu hören. Sondern die Verbindung geschah damals wie heute oder damals noch viel mehr über die Medien. Es ist heutzutage auffällig, dass alle westlichen Demokratien, heutzutage jetzt im Ukraine-Konflikt, sich verhalten wie Kolonien der USA. Wie lässt sich das erklären? Es ist aus meiner Sicht ganz einfach Psychomanipulation, die über die Medien stattfindet. Es ist nicht so, dass die Politiker, dass die eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen und gesagt bekommen, was sie machen müssen. Sondern die Politiker wissen, wenn sie entgegen der Mediennarrative entscheiden, dann werden sie schlecht geschrieben und abgewählt. Und die Narrative werden befördert. Und es sind die Narrative, die die USA oder die bestimmte Machteliten, die wir nicht genau kennen, die sie sich wünschen. Und dieses Muster ist in allen sogenannten liberalen Demokratien im Westen erkennbar. Einschließlich Japan. Und hier wird jetzt die riesige Gefahr deutlich, dieser nicht funktionierenden Demokratie. Es war von 1945 bis 90 eine gute Zeit für uns, aber es war reiner Zufall aus meiner Sicht, weil die Interessen der USA und Deutschland sich gedeckt haben in diesem Zeitraum. Aber wenn man jetzt die Zeitspanne ab 1918 betrachtet, dann sieht man, in welch unglaublicher Gefahr wir uns befinden, wenn wir an den Medien hängen, die im Zweifel vom Ausland gesteuert werden. Es hat sich gezeigt, dass die US-Eliten oder Negativ-Eliten, sie vollkommen skrupellos sind und auf Menschenleben überhaupt keine Rücksicht nehmen, wenn es ein vermeintlich geostrategisches Ziel gibt. Und aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass Polen und die Ukraine, dass sie russlandfeindlich eingestellt sind. Sehr wahrscheinlich sind sofort in dem Moment, in dem Polen und die Ukraine aus dem Warschauer Pakt ausgetreten sind und es liberale Demokratien wurden, sofort wurden die Medien gekapert und es wurde antirussische Stimmung verbreitet. Worauf die Leute natürlich die Parteien wählen, die diese Stimmung bedienen und so weiter und so fort, wie wir es ja auch hier auch kennen. Und die USA haben ja selbst zugegeben, dass sie viele Milliarden zur Demokratieförderung in die Ukraine investiert haben. Das machen sie ganz bestimmt nicht aus Selbstlosigkeit. Was hat das jetzt alles mit der AfD-Kanzlerkandidatur zu tun? Wenn man keine Kanzlerkandidatur aufruft, sondern nur einen Spitzenkandidat, dann verbreitet man das Narrativ eines Korrektivs, eines vorübergehenden Korrektivs. Wenn man aber eine Kanzlerkandidatur ausruft, dann verdeutlicht man den Anspruch einer wirklichen Änderung, dass man selbst regieren will, auch wenn es aktuell keine Koalition zu geben scheint. Und dass man klar macht, man möchte hier die 50%. Und dass es einem auch nicht vermessen erscheint, die 50% zu erreichen. Es ist auch nicht vermessen, weil natürlich erscheint es momentan aussichtslos. Wir haben 20% gegen 70% und wie sollen wir die anderen erreichen? Aber diese 70%, sie stehen auf ganz wackeligen Füßen. Sie beruhen allein auf der Medientäuschung. Sie beruhen auf der Täuschung, dass die AfD rechtsextrem und unwählbar ist und es wird auch verwässert, wie schädlich die Politik der letzten Regierungen ist. Wie stark sie Deutschland geschwächt haben. Teilweise wird das auch durch den technologischen Fortschritt verkleistert. Es kommt uns aber immer mehr ins Tageslicht, dass die BRICS-Staaten, dass viele Teile der Welt Deutschland überholen. Und die Folgen der Politik, die gezielt darauf angelegt war, Deutschland zu schwächen, diese Folgen werden natürlich auch offensichtlich für die Bevölkerung. Die AfD hat jetzt anhand des Ukraine-Konflikts die Riesenchance, die Bigotterie der Medien aufzudecken. Sie muss einfach nur aufklären über die Geschehnisse der Ostukraine seit 2014, wie die Medien systematisch schlimmstes Verhalten der Ukraine-Regierung, nazihaftes Verhalten, verheimlicht hat, sich ausgeschwiegen hat und die AfD die ganze Zeit beschuldigt hat, rechtsextrem zu sein. Dazu reichen allein Originaltöne ukrainischer Offizieller und Berichte der OSZE.
І під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Außerdem kann die AfD darauf pochen, warum die hiesigen Medien nicht russische Berichte über Menschenrechtsverstöße seitens der Ukraine-Regierung, sie sind nicht widerlegt, sie nicht prüft, sondern sie einfach ausschweigt. Das kann die AfD ganz groß thematisieren und es ist das Argument, das am stärksten zieht. Weil das Ganze mit der NATO und der Wirtschaft, das ist nicht wirklich moralisch überzeugend. Das ist nicht das, was die Leute bewegt. Weil natürlich, man kann sagen, es gefällt einem nicht, aber man kann sagen, es ist natürlich okay, die USA wollen ihren Einflussbereich vergrößern. Gut, das finden wir nicht toll, aber das ist irgendwie nachvollziehbar. Wenn aber klar wird, zu welchen Mitteln die USA dafür greift, um ihre Weltmachtposition auszubauen, oder es waren ja Entscheidungen, die gar nichts gebracht haben zum Teil, die, wo es hochfraglich ist, ob es überhaupt Erfolg hat, aber dass sie sozusagen aus Prinzip jede Moral fallen lassen, Länder systematisch ruinieren und Menschenleben gar nichts wert sind. Und das klingt jetzt alles nicht so schlimm, oder das klingt alles so theoretisch, aber wenn man sich das vor Augen führt, wie viele Millionen Menschen das auf der Welt betroffen hat, dann ist die schädliche Rolle offensichtlich und ist natürlich auch offensichtlich, dass das Ganze uns auch wieder drohen kann. Die Medien haben ja eine Stimmung verbreitet, dass wir möglichst an vorderster Front gegen Russland stehen. Also nicht nur, dass wir mit den Waffen gleichziehen, sondern dass wir am besten als allererstes die Panzer schicken und wir ganz, ganz stark dabei sind, Russland zu attackieren. Wodurch wiederum Russland gegen Deutschland negativ eingestellt werden soll. Mit einer Kanzlerkandidatur, sei es nun Weidel, Chrupalla oder wer auch immer, macht man deutlich, wir wollen regieren und wir wollen das auch tun gegen die Mediennarrative, was eine Revolution wäre. Das ist etwas, was seit 1918 nicht gegeben hat. Das ist wirklich historisch. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.